Ein besonderer Farbtrend ist bei den kleinen Figuren, Vasen, Kerzenständern oder Tischläufern nicht zu erkennen. Die Auswahl ist groß und sicherlich findet jeder ein passendes Geschenk oder bereitet sich selbst eine Freude. Ob Tisch- oder Fensterschmuck, ob Vase oder Windlicht, ob Figur- oder Tischdekorationen aus unterschiedlichen Materialien. Alles ist auf Weihnachten abgestimmt. Lassen Sie sich beraten und tauchen Sie ein in die Welt der Lichter und der Besinnlichkeit. Schmücken Sie Ihr Zimmer, Ihre Wohnung oder auch Ihr Haus und verbringen Sie eine schöne Vorweihnachtszeit. Ihr Küchenstudio Spiegelstraße. Wenn man heute Bauhaus hört, dann denkt man wahrscheinlich zuerst an das Bauhaus, also an das gleichnamige Gebäude in Dessau. Aber das war eine Bauakademie, auf der zukünftige Architekten ihr Handwerk erlernten und dabei in der experimentellen Lehrstätte neue Ideen formulierte, wie denn neues Bauen im 20. Jahrhundert aussehen könnte. Das sogenannte Neue Bauen, eine Bewegung der Architektur und im Städtebau, entstand zwischen 1910 und 1930. Dessen Ideen wirken bis heute nach. Denn dafür stehen im Wohnungsbau die Typisierung, neue Werkstoffe und sachlich schlichte Innenausstattung. In Magdeburg griff der Architekt Bruno Taut diese Ideen auf. Er war in den 1920ern hier Stadtbaurat und es ging ihm damals vor allem darum, schnell und preiswert Wohnraum zu schaffen. Zum Beispiel für die vielen Arbeiter in den großen Schwerindustriebetrieben der Stadt. Also man muss wissen, dass zur damaligen Zeit die durchschnittliche Fläche für eine Familie um die 19 Quadratmeter lag. Also 19 Quadratmeter, das heißt wohnen, das heißt kochen, das heißt schlafen. Toiletten war so eine Besonderheit, die waren in den meisten Fällen außerhalb der Gebäude gewesen. Also die Zustände des Wohnens waren damals schon, man kann sagen, erbärmlich. Und das, was angesagt war oder das, was gefordert war, auch von der Industrie gefordert war, von den Werken gefordert war, war Wohnraum, dass die Werktätigen oder die Arbeiter in diesen Fabriken vernünftig untergebracht waren, dass es also nicht zu so viel Ausfällen kam. Schwindsucht war damals ein großes Thema, ja. Tuberkulose war ein großes Thema und das musste weg und das konnte weg, indem man sich Gedanken gemacht hat, wie kann man bei dem Bauen von Wohnunterkünften
diese Probleme, Platzprobleme, Gesundheitsprobleme, soziale Probleme, wie kann man das beeinflussen? Und das, was dann entstanden ist, das, was wir hier sehen, die Beimsiedlung. Von dieser damals entstandenen Siedlung sahen Sie hier die ganze Zeit Ansichten. Es handelt sich um die bereits erwähnte Beimsiedlung, die zwischen 1924 und 1932 im Auftrag des Vereins für Kleinwohnungswesen und der Magdeburger gemeinnützigen Heimstätten AG entstand. Die Siedlung besteht hauptsächlich aus dreigeschossigen Häusern mit Flachdächern, die zumeist parallel in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet sind. Kleine Vorgärten und großzügige Grünanlagen und Wohnhöfe stellten damals eine neue Qualität dar, wurden doch sonst die Quartiere nahezu vollständig durch Vor- und Hinterhäuser bebaut. Das Ensemble überstand die Zerstörung der Stadt Magdeburg während des Zweiten Weltkriegs nahezu unbeschadet. Der Wiederaufbau erfolgte originalgetreu und sogar die während der DDR-Zeit entstandenen weiteren 200 Wohnungen orientierten sich an den architektonischen Grundsätzen aus der Entstehungszeit. Und seit 1980 steht die komplette Beimsiedlung unter Denkmalschutz als dem größten Flächendenkmal Europas. Ich finde es als Segen, weil, ich sage mal ganz ehrlich, ich finde diese Wohnstruktur sehr angenehm. Ja, manche Großsiedlungen sind mir zu stark verdichtet worden zu DDR-Zeiten. Das ist heute nicht mehr angenehm, gerade wenn, sage ich mal, auch die Situation der Stellplätze nicht gut gelöst worden ist. Und da hat man heute auch Probleme, sage ich mal, das ein oder andere Angebot so zu schaffen, wie man es heute braucht. Hier in diesen Großsiedlungen, die sind sehr grün angelegt, die sind überschaubar, klare Strukturen und das ist für mich ein sehr angenehmes Wohnen. Und das lohnt sich hier auf jeden Fall, die Investition, das heißt diese Häuser, Gebäude marktfähig zu machen, das wird auch in 100 Jahren so noch nachgefragt sein. Hier sprach der Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, die natürlich die vorgefundenen Immobilien an heutige Bedürfnisse anpassen muss. Das beginnt mit den bereits erwähnten PKW-Parkplätzen, betrifft aber eben auch die Ausstattung der Wohnungen mit modernen Fenstern, sanitären Anlagen oder Heizungen. Wir haben, sage ich mal, sehr gute Kompromisse auch mit dem Denkmalschutzamt gefunden. In der Völker Straße haben wir ja über 100 Wohnungen komplett saniert. Da, sage ich mal, ist es uns gelungen, 75% aller Wohnungen mit einem neuen Balkon auszustatten. Und ich sage mal, die Nachfrage ist ungebrochen. Alle Wohnungen vermietet, auch in einer relativ kurzen Zeit. Und ich sage mal so, man hat hier auch ein sehr schönes Ambiente. Man hat den grünen Innenhof. Man hat, sage ich mal, überschaubare Anzahl von Wohnungen pro Eingang. Das sind 6 Stück. Man hat jetzt, sage ich mal, sehr komfortable Badezimmersituationen. Und man hat dadurch, dass wir mit der Stadt, ja, das ist eine ganz große Besonderheit, auch die Straßen, baulichen Situationen verbessern konnten mit dem ruhenden Verkehr. Wir haben ja diese Parktaschen hier eingebaut und das ging auch nur deshalb, weil wir, sage ich mal, so gut mit der Stadt und auch dem Tiefbauamt zusammenarbeiten können und alleinige Eigentümer sind. Doch unser eigentliches Interesse gilt in diesem Film den damaligen Verhältnissen. Wie sah sie denn nun aus, so eine Wohnung? Wie war sie ausgestattet? Und da trifft es sich gut, dass die Wobau eine Museumswohnung hergerichtet hat, die ziemlich genau den Stand aus der Zeit ihres Baus dokumentiert. Ausgangspunkt war gewesen, dass wir bei der Sanierung hier einen Zustand vorgefunden haben, als wir die Tapeten von den Wänden genommen haben, wo wir gesagt haben, oh Gott, das ist ja, hier ist ja richtig Farbe drunter. Wir haben das dann mit Mitarbeitern des Museums begutachtet, wir haben das analysieren lassen und haben uns dann entschlossen, hier eine Museumswohnung zu dem Thema 20er Jahre einzurichten. Also das, was Sie hier an Farbe an der Wand sehen, ist also jetzt nicht dem Umstand geschuldet, wir sind jetzt in den 2000er Jahren, alles schön farbig zu machen. Nein. Diese Farbe, die Sie hier sehen, ist die originale Farbigkeit aus den 20er Jahren. Das ist vielen gar nicht so erinnerlich. Das ist also dem farbigen Bauen von Bruno Tau zum Beispiel zu verdanken. Also das, was Sie hier an Farbe sehen, war damals auch in den Wohnungen. Ja, das mag man sich immer gar nicht so vorstellen, aber die aus dieser Zeit überlieferten Fotos sind halt alle schwarz-weiß. Auch die Suche nach zeitgenössischem Mobiliar gestaltete sich schwierig. Schließlich werden Möbel einfacher Menschen nicht wirklich museal aufbewahrt. Und wenn sie verschlissen sind, dann kommen sie weg und man kauft sich was Schönes Neues. Dennoch erkennt man hier typische Exemplare aus dieser Zeit wieder
Und sicher werden sich noch manche an den Badeofen erinnern, der umständlich angeheizt werden musste, weshalb man eben nur freitags badete. Oder den Hochspülkasten der Toilette, den man heute auch nicht mehr verwendet. Übrigens, die ersten Wohnungen hier hatten noch keinen Strom, der kam erst später und ein Fernseher gehörte auch noch nicht zum Inventar. Sicher, aber was es gab, was ja auch komplett neu war, waren die Balkone. Ja, also hier wurden schon reichlich Balkone angebaut. Nicht jede Wohnung, aber sehr viele Wohnungen hatten Balkone und das war der Fernseher der 20er Jahre. Ja, und wenn wir heute über Digitalisierung reden, damals war ein Telefon der neueste Schrei der Technik. Für das Bauhausjubiläum hofft die Wober, noch mehr Exponate für die Musterwohnung herrichten zu können. Und man will sich auf einen möglichen Besucheransturm gern auch mit Reisebussen einrichten. Bis dahin will man auch mit den Baustellen fertig sein, damit das größte Flächendenkmal Europas gebührend besichtigt werden kann. Weihnachten in der Schule, der jährliche Weihnachtszauber und Lichterglanz. Tradition wird in der Sekundarschule am Gröpertor großgeschrieben. So findet auch in diesem Jahr selbstverständlich der Weihnachtsmarkt auf dem Schulhof der Europaschule statt. Der Geruch von gegrilltem Glühwein und anderen Leckereien lag bereits in der Luft. Schon in der gesamten Vorwoche liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Kein Wunder bei dem, was die Schule jährlich hier auf die Beine stellen muss. Das ist auch längst kein Geheimnis mehr. Schon wenige Minuten nach der Eröffnung um 16 Uhr ist der Pausenhof stark gefüllt. Neben den normalen Weihnachtsbuden mit Glühwein, Bratwurst und ähnlichem gibt es in der Europaschule am Gröpertor viel mehr zu entdecken und auch selber zum Ausprobieren. Neben den Ständen auf dem Schulhof gab es etwas abseits in der angrenzenden Pferdezucht der Schule die Möglichkeit, den Pferden mal wieder ganz nahe zu kommen. Während die Kinder auf den Ponys reiten dürfen, können sich die Eltern auch hier Glühwein und Gegrilltes holen. Der eintägige Weihnachtsmarkt lockt Jahr für Jahr eine beachtliche Anzahl an Besuchern auf den Schulhof. Viele lassen sich diese Möglichkeit zum Einstimmen auf die Weihnachtszeit auf gar keinen Fall entgehen. Denn der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, Weihnachtszauber und Lichterglanz lohnt sich Jahr für Jahr. RFH zeigt, was den Harz bewegt. RFH, einfach näher dran. Ich bin Ernährungsberaterin und Präventologin und zu mir kommen unter anderem Menschen, die abnehmen wollen. Oft haben sie schon eine ganze Menge ausprobiert und meistens haben sie dadurch auch erstmal Gewicht verloren. Dann ist ja meistens danach das Problem, dieses Gewicht auch zu halten. Gerade im Frühjahr ist man ja total motiviert, ins Fitnessstudio zu gehen. Stichwort Strandfigur. Man neigt aber nach dem Sport dazu, weil man ja auch ein bisschen mehr Hunger hat, man hat was getan, auch mehr zu essen, als man eigentlich dann sollte. Man trainiert zwar, aber am Ende des Tages hat man doch mehr Kalorien zu sich genommen, als der Körper eigentlich braucht. Und selbst wenn wir die besten Vorsätze haben, tappen wir noch oft genug in die Falle. Denn Fettiges sieht nicht immer fettig aus. Das Croissant zum Frühstück. Die Nuss-Nougat-Creme jeden Morgen auf dem Toast. Omas leckere Torte. Die Leberwurst vom Fleischer um die Ecke. Und jetzt mal ehrlich, machen Sie sich da Gedanken drüber, wie viel Fett darin ist? Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie verzichten auf all die leckeren Sachen
oder sie schummeln ein bisschen und nehmen Balance O von Froximon. Dieses Medizinprodukt unterstützt sie dabei, ihr Gewicht zu halten oder sogar zu reduzieren. Balance O schnappt sich die Fette aus der Nahrung im Magen-Darm-Trakt, bevor der Körper sie aufnehmen kann, und sie bestimmen wann. Nehmen Sie 2 Sticks Balance O zu einer fettreichen Mahlzeit, bis zu 2-mal am Tag, aber eben nicht, wenn Sie gesunde Fette gegessen haben. Dass Balance O funktioniert, belegen 2 klinische Studien, und Sie können es auch guten Gewissens nehmen, denn es ist ein Medizinprodukt. Und was ein Medizinprodukt ausmacht, erklärt uns Ellen Görner von der Froximon AG, zuständig für das Qualitätsmanagement. Ein Medizinprodukt wirkt rein physikalisch, das heißt, es wird nicht vom Körper aufgenommen. Man nimmt es ein, es verrichtet seine Arbeit im Magen-Darm-Trakt, doch verlässt den Körper wieder mit den aufgenommenen Stoffen. Das bedeutet, die Stoffe gelangen nicht ins Blut, die Leber muss sich dann nicht mit rumschlagen und werden einfach wieder ausgeschieden. Das Medizinproduktegesetz ist ein deutsches Gesetz, aber die Medizinprodukteverordnung oder Richtlinien sind europäische Richtlinien. Was wir als Medizinproduktehersteller leisten, ist, das mit Leben zu füllen. Und vor allem, dass da klinische Beweise hinterstehen, von denen man genau weiß, das Produkt ist nicht nur klinisch geprüft, sondern auch auf Reinheit und Sicherheit. Und damit es keine Ausreden mehr gibt auf dem Weg zu Ihrer Strandfigur, kommt jetzt ein ganz besonderes Angebot. Die aktuelle Gesundheitsbox von Froximon. Unterstützen Sie Ihr Gewichtsmanagement und fördern Sie zusätzlich Ihre Darmgesundheit. Die Gesundheitsbox Gewichtsmanagement enthält für Sie 2 Pakete Balance O. Damit können Sie einen Monat lang täglich eine fettreiche Mahlzeit ohne schlechtes Gewissen genießen. Mit Toxaprevent MediPure stärken Sie Ihre Darmwandbarriere, damit Ihr Darm effektiver arbeiten kann. Und weil zu Ihrer neuen Strandfigur Mückenstiche nicht so gut passen, gibt es dazu unser Toxaprevent Skin Hautpuder. All das und sogar noch mehr steckt in der Gesundheitsbox Gewichtsmanagement zum vorteilhaften Gesamtpreis von 80 Euro. Und Sie sparen 20% gegenüber einer Einzelbestellung der gleichen Produkte. Dieses besondere Angebot erhalten Sie direkt vom Hersteller. Froximon24.de. Vorweihnachtszeit in Wernigerode. Die Krellsche Schmiede und das Zentrum Harzkultur möchten kleine und große Gäste auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen und haben sich etwas Besonderes ausgedacht. Ein Märchenwald ist mitten in der Stadt entstanden. Nicht nur Katja Reindl und Wolf-Dieter Wittig begrüßen die Kinder, sondern sie werden auch noch von Harzgeistern erwartet. Und schon kommt sie auf ihrem Besen angeflogen. Auch Tante Ute ist mit von der Partie. Beide wollen den Kindern die Märchenwelt erschließen. Sie merken bald, dass das nicht alles so richtig ist, was Hexe Paula erzählt. Da war ein Fuchs und der hat den Opa gegessen und das Blaukäppchen. Ach du mein Gott! Dann geht es auf dem Hexenbesen in den Märchenwald. Zwischen den Fichten schauen allerhand merkwürdige Gestalten hervor. Und zu jeder gibt es eine Geschichte zu erzählen. Die Kinder werden getestet. Welche bekannten Märchen kennen Sie? Der Froschkönig kommt raus. Ach, und die Prinzessin hat ihren Gehboy im Brunnen versenkt. Nein. Stimmt? Nein. Eine Kuh
Nein! Ja? Nein! 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 Sind dann leben Sie glücklich bis in alle Ewigkeit, stimmt? Ja! Ja, na sehen, das wusste ich doch gleich von Anfang an. So, und jetzt gehen wir zum nächsten. Und, wie ist das mit Rumpelstilzchen? Königin, und was wollt ihr haben, wenn sie den Namen nicht erraten kann? Das Bier. Ja. Ein Big Mac vom McDonald's. Nein, der tut uns nichts. Szenenwechsel. Hexe Paula möchte sich Spielzeug ansehen und die Kinder folgen ihr in die Ausstellung ins Obergeschoss. In den Räumen wird Holzspielzeug gezeigt. Alles sind Unikate, die Heinz-Dieter Meinecke selbst gefertigt hat. Also der Gedanke ist wohl zwischen meinem 5. und 6. Lebensjahr entstanden, zu basteln und kreativ zu denken. Denn ich wurde zu Ostern 1943 eingeschult und als Kind merkte ich dort zum ersten Mal, dass von meiner spielenden Freizeit mir was verloren gegangen ist durch die Schule. Diese Ausstellung hier habe ich gestaltet, indem ich mir nach einer Krankheit eine Selbsttherapie entwickelt habe und habe das, was ich während meinem Leben so in Erfahrung gemacht habe, Kreativität, Erinnerungen an die Kindheit, umgesetzt in diese Ausstellung. Hier dreht und bewegt sich alles. Nicht nur die Holzfiguren hat der geschickte Mann selbst gefertigt, auch Mechanik und Elektrik stammen aus seinen Händen. So lässt sich natürlich alles noch viel besser betrachten. Ich sammle gar kein Spielzeug, das sammelt meine Frau. Ich stelle selber her. Also alles aus Sperrholz, Naturhölzer, die bei mir im Garten wachsen, produziere ich eben diese Unikate. Denn es sind ja Unikate. Einmalherstellungen, jedes Teil hat seinen eigenen Stil, seinen eigenen Wert. Und es soll an und für sich die Nachbildung des Wernigeröder Rummelplatzes so um 1947 sein, als damals nach dem Kriege dieses wieder losging. Ob Riesenrad oder Losbude, ob Schaukel oder Karussell, auf diesem Rummelplatz fehlt nichts. Die Ausstellung aber hat noch andere Seiten. Ein weiteres Thema ist die Landwirtschaft. Im oberen Raum habe ich eine Eisenbahn, einen Bauernhof, also alles Dinge, wozu ich als Kind Bezug hatte, versucht nachzustellen, nachzubauen und stelle es heute und schon längere Jahre der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Reise auf den Bauernhof. Tiere, Menschen, Scheune, Häuser. Und wer die alten landwirtschaftlichen Geräte nicht kennt, für den sind sie beschriftet. Jede einzelne Figur ist von Hand bearbeitet und auch angemalt. Also es sind weit über 1000 Stücke. Ich hatte mal Stunden gezählt, da war ich weit über 3000 Stunden gekommen. Aber dort habe ich etwa 2001 mit aufgehört zu zählen. Also seitdem zähle ich nicht mehr die Stunden. Weil es steckt also mehr Zeit drin, als manches vielleicht aussagt. Die Hexe Paula verabschiedet sich schon einmal. Wer möchte, kann diese Ausstellung und den Märchenwald aber noch bis zum 23. Dezember täglich von 10 bis 18 Uhr besuchen. Rechtzeitig vor dem Wochenende mit dem größten Besucheransturm wurde gestern in Quedlinburg eine der wichtigsten Verkehrsadern vorfristig wieder freigegeben. Durch eine gute und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Auftraggebern, Planungsbüro und Baufirmen konnte die Bauzeit für diese schwierige Straßen- und Kanalbaumaßnahme
einschließlich dem Brückenbau, kurz gehalten werden. Und ich denke, dass wir heute trotz schlechten Wetters großen Grund zur Freude haben, weil eine der größten Baumaßnahmen der Stadt Quedlinburg heute ihrem Ende zugeht, nämlich dem Ausbau der Kaiser-Otto-Straße. Und wenn man so sagt Ausbau, dann denkt man, naja, da wird ein bisschen Asphalt draufgelegt, aber es war sehr, sehr viel mehr. Wir haben ja zwei Brücken instand setzen müssen oder lassen müssen, nämlich die über den Stiefelgraben und über den Mühlgraben. Wir haben einen neuen Kreiselverkehr. Und das Wichtigste, was man bei Tiefbaumaßen immer gerne übersieht, das ist nicht zu sehen, sondern liegt unterhalb der Erde. Wir haben neuen Schmutzwasserkanal, neuen Niederschlagswasserkanal, Elektroleitung, Gasleitung, Hausanschlüsse und sehr, sehr viel anderes mehr in die Erde gelegt. Und insgesamt 600 Meter Fahrbahn, die sieht man natürlich nun auch. 600 Meter ist ein ganz schönes, langes Stück. Außerdem wurden die Hausanschlüsse erneuert. Insgesamt wurden 600 Meter Fahrbahn grundhaft ausgebaut und die Gehwege neu gepflastert. Dafür mussten 6500 Kubikmeter Erdreich bewegt werden. Das waren rund 720 Lkw-Ladungen. So. Quedlinburgs Bürgermeister Dr. Eberhard Brecht durchschnitt im Beisein aller bauausführenden Firmen und Verwaltungszuständigen gemeinsam mit Kindern des Brühl-Kindergartens das symbolische Band zur Straßenfreigabe. Mit diesem Schnitt werden wir eine Leidensphase beenden und den Verkehr für die Kaiser-Otto-Straße in Quedlinburg freigeben. Herzlichen Dank an alle Beteiligten. So. Seit Freitag 10.30 Uhr ist die Kaiser-Otto-Straße zur Erleichterung aller Quedlinburger und ihrer Gäste noch rechtzeitig vor dem Advent in den Höfen wieder befahrbar und somit der Außenring wieder frei.